Da schon einige da sind, möchte ich gerne mit Ihnen das Hildegardische Morgengebet beten, damit Sie gleich in den Geist der Hildegard hineinkommen. Wenn wir uns dann nochmal treffen sollten, irgendwo und irgendwie, dann können wir das auch singen. Und wenn wir uns dann nochmal treffen würden, dann würden wir das auch tanzen. Aber ich bin heute so knapp in der Zeit bemessen, dass wir das nur sprechen können. Da haben Sie das auf Lateinisch und auf Deutsch. Vielleicht erstmal Deutsch, damit Sie überhaupt wissen, worum es geht. Es ist eigentlich ein Satz, in der die ganze Theologie, Kosmologie, Kreativität von Hildegard drin ist. Und es ist so einfach, das Lateinisch ist so einfach, das ist fast schon Schweizerdeutsch. Vielleicht sprechen wir uns mal zusammen. Gott, der du über allem und in allen herrlich wirst, verwerfe mich nicht bei deiner hohen Ehre, sondern erhalte, stärke und gründe mich auf deinen Segen. Und Lateinisch ist es noch viel einfacher. Und da kriegt man die Schönheit mit. Da kann man mal sehen, wie schwierig das ist, Texte so zu übersetzen, dass man den Geist trifft. Aber den lateinischen Text, der hat es wirklich in sich. Vielleicht mal alle zusammen. Deus qui super omnia et in omnibus magnificatus est, in honore suo menon abitiat, sed in benedictione me conservet, confirmet et constituat. Und haben Sie die schönen Worte, Deus qui super omnia, super, also Deus, also ist immer, der hildegardische Geist versucht immer eine schnelle Verbindung zu Gott. Und du bist über allen. Und jetzt geht es noch ganz einfach, in einem Omnibus sind wir alle drin und in dem Omnibus werden wir alle magnifiziert, wir werden alle Magnifizenzen und vergrößert. Und in deiner großen Ehre, schmeiß mich nicht weg, verwerf mich nicht, sondern benediktere, das heißt gut reden, rede gut über mich, segne mich, kann man auch übersetzen, aber das ist schon nicht benediktere. Und dann Konserven, das wissen Sie alle, wie eine Konservendose, erhalte mich über Jahre hinweg, dass ich frisch bleibe, konfirmiere mich, mach mich ganz fest und konstituiere mich, schreib mich ein in deine himmlische Verfassung für alle Ewigkeit. Also das ist dieser super hildegardische Morgengebet. Ja, und mit der Einleitung sind wir schon mitten im Thema. Es geht heute um die Allergie, die ja ein großes Problem geworden ist. Und zunächst wollen wir erstmal kennenlernen, mit wem wir es hier überhaupt zu tun haben. Hildegard von Bingen war eine Theologin, sie war eine Kosmologin, sie war eine Künstlerin, sie war eine Sängerin, sie war eine Politikerin, sie hat sich schwer eingemischt, sie war sogar eine Prophetin. Sie hat für unsere Zeit vorausgesagt, was uns alles noch blüht. Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, würde ich auf diese aktuelle Sache auch noch eingehen, aber das ist dann nur noch ein Bonbon. Wo hat Hildegard das her? Inspiration, Kreativität. Sie hat es nicht abgeschrieben, sie hat es nicht sich selber ausgedacht, sondern sie hat wie Mozart die Symphonien geschrieben in seinem Kopf und am nächsten Tag wurden sie schon gespielt. Also alles ist glasklar, ganz schnell geschrieben worden. Das heißt, selber konnte sie nicht schreiben. Sie hatte einen Sekretär, Vollmar, und der hat für sie alles aufgeschrieben, weil Frauen in der damaligen Zeit waren zur Schola, zur Universität nicht zugelassen. Die konnten weder schreiben noch lesen. Aber die war sonst ganz clever, denn die hatten das Geld in der Tasche. Die hatten schon die Männer in der Hand. Gut, jetzt sagt Hildegard von sich selber, die Worte habe ich nicht aus mir, noch von einem anderen Menschen, sondern wie ich sie von himmlischer Schau empfing. Von meiner Kindheit an bis heute, mit 70 Jahren, habe ich diese Schau in meiner Seele, niemals in Ekstase, sondern wach bei Tag und Nacht, als lebendiges Licht. Alle Traurigkeit wird von mir genommen und ich fühle mich nicht wie eine alte Frau, sondern wie ein junges Mädchen. Das wünsche ich Ihnen alle mal, wenn Sie 70 Jahre alt sind. Also das alles ist Quatsch, was man sagt. Hildegard hat die Klostermedizin gemacht, die hat abgeschrieben, die hat eigene Forschung gemacht. Das ist alles Blödsinn. Die hat die so geschrieben, wie es ihr in ihren Inspirationen kam.
Allergie ist schon ein Hammer heute, ist eine Volkskrankheit geworden. Die Menschen werden empfindlicher, sensibler, reagieren auf Tod und Teufel. In Deutschland alleine 26 Millionen, muss man sich mal vorstellen, das sind fast ein Viertel der Bevölkerung, leiden an Allergien, 8 Millionen an Asthma, 20% der Bevölkerung an Heuschnupfen, 20 an Neurodermitis, 20 bis 50 an Weizenallergie, weiß man gar nicht, weil die Weizenallergie gibt es erst 20 Jahre lang. Und die Weizenallergie ist eine künstlich gemachte Krankheit von der Lebensmittelindustrie und von der Agrarindustrie. Und eigentlich steckt da auch der Geist der Pharmaindustrie dahinter. Denn das können Sie sich vorstellen, wenn man eine Weizenallergie hat, dann braucht man ein Lebensmittel, was glutenfrei ist.